erstes. Oh, die erste leer, war die zweite. Mein Gott, was hat die denn für ein Ding hier? Danke dir, Andreas, was geht? Moin, servus. Quest. Finde die Dings, untersuche was, lies den Vertrag. Ich habe einen Vertrag? Na klar. Vertrag lesen, na klar, sicher. Notizen? Vertragsanweisungen. Klient Infinity Ltd. Lukas Drexler, Jobnummer 48201. Standort CM Station RC1. Anweisung, die Rohzizit-Lieferung abfangen, die für Ryujin Industries gedacht ist. Also ich arbeite für Ryujin Industries. Ich bin da Agent und bin da ein hohes Tier, also eigentlich nicht, aber werde ich noch irgendwann. Lieferung umleiten zu Dr. Klinik, Dr. Kendrick Lane, bla bla. Geht darum, dass ich eine Intrige aufgedeckt habe und dass die irgendwie da komische Sachen und Dinge machen mit Doppel-Engine und sowas. Das ist alles Sidequests und gar keine Mainquests, die ich hier mache. Also man kann eigentlich nicht so gespoilert werden hier in dem Spiel, weil es gibt halt 1000 Planeten, Millionen verschiedene Arten, das Spiel zu spielen, aber... Und die Mainquest ist halt nicht das Wichtigste im Spiel, sondern die einzelne Sidequest. So. Genau deswegen plündern wir hier die ganzen schönen Spinte. Spinti. Spins. Ja, wie schon mehr davon Spint ist. Spinnen, oder? Ich glaube, Spinnen ist mehr davon Spint. Kennt man ja. Ich habe einen legendären Dolch bekommen, sehe ich gerade. For real? Ich habe einen legendären Dolch bekommen. Oh, meine Gesundheit ist schon low. Spritzen wir uns mal ein paar Sachen rein. Und mein Char hat Debuff wegen Kälte, glaube ich. Es ist arschkalt hier. Und ich habe keine Rüstung gerade dabei, die dieser Kälte hier entgegenhalten kann. Und jetzt verliere ich halt HP auch und so. Konstant. Aber wir werden uns gleich mal was spritzen vielleicht. Bisschen spritze. Medikamente, klar. Sicher ein bisschen Drogen. Ohne Drogen geht's auch nicht im Spiel. So wie im Real Life halt. Geht's auch nicht ohne Drogen, ja, oder? Keine machen Drogen. Oh, ab zu mal. So, Moment, kurz umsetzen. Aha. Gewicht umverteilen. Weißt du? Die Leute müssen manchmal das Gewicht umverteilen. So. Okay. Habe ich schon die beiden großen gelootet? Sagt die Quest jetzt? Begib dich zur Klinik. Ach, wir sind hier fertig? Oha. Schau mal, wir sind hier krank. Was haben wir denn alles Schönes? Anzugschutz aufgebracht. Achtung, extreme Kälte, extreme solare Strahlung. What the fuck ist hier? Solare Strahlung, warum? So, wir schauen, was wir noch looten können. Dann mal rausschauen, da ist unser Schiff da. Das heißt sogar Datura, weiß ich gar nicht, weil ich gestern aus Versehen ein neues Schiff gekapert habe. Irgendwann ist einfach Schluss, oder? Okay, ich dachte... Hä? Ach, wir sind mit dem Aufzug hochgefahren. Ich dachte nämlich, wir müssen den ganzen Weg zurückgehen, aber nee, wir sind hochgefahren, sind hier oben im Labor und können direkt rausgehen. Deswegen meine ich ja, ich loote halt direkt, denn den ganzen Weg ist nochmal zurückzugehen, vielleicht ist dann noch was, aber wir haben aber das meiste abgedeckt. Hätten noch da runterspringen können, im Schauen im Kreis, da also waren noch einige Leichen, aber ich glaube, wir haben es. Ich hab's, was habe ich denn jetzt? Ein Gewicht. 449 von 280 geht so. Ich hatte auch schon mal mit 1000 mit oder so, aber... Können wir direkt rausgehen. Quest fertig. Nehmen wir noch ein schönes Blumending mit. Ein Aktenbeschwerer. Noch ein bisschen Wasser. Kann nicht schaden. Und ich schaue mal kurz das Messer, was ich bekommen habe. Waffe. Munition. Das müsste oben sein. Hier. Demoralisierenden Osminum-Dolch. Je weniger Panzer, desto höher Schaden. Aufreißen verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt.
Demoralisieren, geringe Chance, ein Ziel zu demoralisieren. Und was macht das dann? Ist das Ziel extrem geschwächt oder was? B. 3. Ich teste das mal. Okay, gut. Ich glaube, ich habe dann alles. Oder ich sehe keinen Safe, keinen Tresor, nichts mehr. Wir könnten da immer weiter skillen. Haben wir den Max-Skill von dem Ganzen. Aber ich wollte mir halt immer so ein bisschen Level sparen. Fertig. So. Ja. Wir sind jetzt hier durchgegangen durch die ganze Mine, würde ich mal sagen. Schwerkraft nur 0,36. Ich habe gesehen irgendwie, das ist auf dem Mars auch so. Ist das in echt so? Also haben die das übernommen? Kennt man genau die genaue Schwerkraft vom Mars in Real Life? Muss ja, oder? Dann bin ich am Mars nicht so fett. Also fett schon, aber nicht so schwer. Das ist ja voll entspannt dann, für die ganzen Knochen. Ab zum Mars. Ah, hier ist dieser Parasit. Ich hoffe sehr, dass das nicht zu stinken anfängt. Ja, ich geb's dir gleich, dann stinkt's bei dir. 7,31 Millisekunden. Wie? Oder Meter pro Sekunde? Ich meine jetzt hier die Gravitation. Ja? Echt? Warte. Ich habe sie in G, Digga, Dings da. Also 1G ist, glaube ich, normal, oder? Also 1G ist halt 1G. So, wir wiegen halt 1 zu 1. Drunter ist weniger und höher ist, dass du schwerer bist. Ich guck mal kurz, wie es hier ist. Mal kurz ein Mars suchen. Wo ist denn unser Sonnensystem da? Erde ist 9,8. Ja? Echt? Venus ist... Also hier ist die... ich meine ja nicht die Schwerkraft, oder? 0,9G. Ich muss mir kurz rübersetzen. Wenn die Schwerkraft 0,9G ist, bin ich doch leichter, oder nicht? Also, wenn es mit 1G ist zu vergleichen, oder nicht? Oder ich weiß nicht, warte. Erde. Erde hat 1G. Laut den Freunden von Google, wenn die nicht wieder lügen. Also, hier steht Schwerkraft 1G. Weil wir wiegen ja 1G. Wenn du mit dem Auto fährst und in die Kurve ganz kommst, Formel 1 hin oder her, hier, 3 bis 5G müssen die manchmal mit Vollbremsung alles machen. Also das heißt, du hast 1G, so verstehe ich es zumindest. Wenn du 100 Kilo wiegst, hast du 1G, so, also Beispiel. Wenn du dann 2, 3G, wenn du irgendwelche mit der Achterbahn fährst, dann drücken genau diese Kilogramm 2 bis 3 Mal auf deinen Körper. Und ich schätze mal, der Maßstab ist einfach die Erde. Also hier steht Erde 1G. Und der Mars hat 0,38G. Das heißt, ich wiege auf dem Mars ein Drittel nur von meinem jetzigen Gewicht. Also nur noch 100. Ne? 0,92. Hier auf dem Jupiter 2,65. Ist halt Gasriese, kann man eh nicht landen, aber wiegst du das fast Dreifache. Hier ist 1,5. Und deswegen dachte ich mir, wir wollen ja auch in Real Life den Mars besiedeln. Und da ist die Schwerkraft halt schon ganz anders. Das ist halt schon interessant. Wie ist denn die Schwerkraft auf dem Mond überhaupt? Wo ist unser Mond? Hier. Okay. 0,17. Ja, okay. Das ist ja kaum irgendwas. Kaum Schwerkraft auf dem Mond. Ich hatte mal gelernt in der Schule, dass die Schwerkraft von dem Mond und der Erde so 1/7 ist. Kann es sein, irgendwas mit 1 zu 7? Aber das ist ja nicht richtig. Das ist ja 5, irgendwas. 5, ich weiß nicht genau. So habe ich es jetzt davon abgeleitet. Erde 1G, Rest tut sich halt, ist höher oder tiefer. Also du hast ja auch die Gravitation, aber ist die Gravitation G? Ist das G für Gravitation? Ist nicht
das Gewicht, die Schwerkraft. Aber ist doch das gleiche, oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat diese Theorie bis jetzt gepasst. Auf dem Planeten, wo es halt unter 1 war, konnte ich mehr so schweben. So wie hier mit dem Boostpack. So. Und auf Planeten, wo wie die Erde ist oder schwerer ist, konnte ich halt gar nicht fliegen. Ja, und ich tue es mir einfach da so hinleiten und dann passt es schon. Ich gebe das so weiter, egal ob es stimmt oder nicht. Man kann ja ChatGPT fragen, ne? Heutzutage. Alexa, was ist die Gravitation? Die Gravitation, auch Massenanziehung oder Gravitationskraft, ist eine der vier Grundkräfte der Physik. Sie äußert sich in der gegenseitigen Anziehung von Massen. Oh ja, okay. Alexa, wie ist die Gravitation auf der Erde? Die Schwerkraft von der Erde ist 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Na, hast du ja geschrieben. Guten Tag, Captain. Und was schreiben Sie hier? Moment. Schwerkraft. Was habe ich gefragt? Gravitation. Alexa, wie ist die Schwerkraft auf der Erde? Die Schwerkraft von der Erde ist 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Okay. Gut. Aber so die Logik, die ich hatte, war jetzt auch nicht verkehrt. Okay, ja, ja, alles klar, Digga. Halbes CS hier, wenn ich mit dem Messer mal spazieren gehe. Halbes CS hier. Mal kurz die Ressourcen da. Frachtraum. Wie sollen wir hier Credits? Wie kommen die Credits ins Frachtraum? Schau mal. Dieses Ding, was auch immer das ist, habe ich gefunden auf... Habe ich gefunden? Hä? Wieso ist das Ding automatisch im Schiff? Ausgefallene organische Ressource. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Das wurde automatisch aufs Schiff gelagert. Warum auch immer. Gar nicht gehabt, sowas. Wenn ich jetzt Frachtraum, mein Inventar wieder nehme... Durch die ganzen Ressourcen, die ich habe, einfach... Die Ressourcen kann ich mit einem Klick verlagern, aber alles andere muss ich alles einzeln machen. Das ist manchmal ungeil. Das ist manchmal ungeil. Sage ich. Okay, dann setzen wir uns mal hin und fliegen mal, oder? Mal los. Hab ich irgendwas Illegales bei mir? Nee, oder? Doch, habe ich hier. Eieiei, ich muss schon... Ja, oh mein Gott. Ja, die zwei Sachen da. Ich darf aber nicht gescannt werden. Ich muss dann wieder auf meinen Planeten hin. Das ist auch illegal? Schrotpatronen? Ja, sorry. Warte, wir dürfen nicht gescannt werden hier. Dann mal auf ins Unbekannte. Abheben, Cap. Steuerdings da. Energie, komm. Der Roboter war nach unten. Lass uns mal wieder hochfliegen. Im Weltraum ist es sehr still. Dabei solltest du überall mit Fanfaren empfangen. Ach so, das ist ein riesiger Fan, ist mein größter Fan. Und der findet es geil, dass ich ihn dabei habe, dass ich da sein bin. Und der tut selbst meine Fußstapfen treten und so ein schmaler Arbeit. Also ist mein größter Fan. Ich dachte immer, das wäre der Kottenjob, ist er anscheinend nicht. Also ein Arschloch und sowas. Also. So, was machen wir jetzt? Wer weiß das schon? Fliegen wir weiter? Wir verkaufen die illegale Ware. Let's go. So. Action. Don't call my name. Don't call my name. Hm? Würde ich auch nie den Namen sagen, Digga. Was soll denn das jetzt für ein Scheiß hier? Ab zum Wolf. Und wir tun hier verkaufen. Das ist meine... Safety Station, wo keiner kontrolliert. Achso, wir brauchen Energie für den Warp-Antrieb. Dann nehmen wir ein bisschen was von den Schilden. Ha, nee. So.
Maschinenraum, was soll denn das jetzt, Digi? Wir haben keinen Antrieb. Was soll das jetzt? Laden Sie den scheiß Antrieb auf, Scotty. Bereit. Energie. Der Antrieb fährt runter. Unterweichersprung. Kannst du dir nicht vorstellen. Das kostet keine Energie hier, Moorbahn. Wahnsinn. Wir müssen es gleich nochmal schnell verkaufen. Wir haben halt viel Stuff. Ich habe jetzt die Ressourcen umgelagert und den Stuff, den ich so habe, verkaufe ich jetzt mal schnell. Schön angedockt, Captain. Appreciate. Schön, wieder auf unserem Schiff zu sein. Wir sind auf einer Raumstation, meine Liebe. Bist du denn besoffen oder was? Unserem Schiff. Also, manchmal, also, ne? Ich ja nicht. Ist eine ganz liebe, aber manchmal... Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Kein besseres? Lass uns mal sehen, was du hast. Ne, ich will ja nur verkaufen. So, erst einmal Anzüge. Ich hab ganz Mist wiederbekommen hier. Weg. Ganz Anzüge von denen verkaufe ich. Rucksäcke. Ja, ich schau gar nicht. Ich trag nichts unter Leg. Oh. Oh, ich muss mal kurz Zeit vergehen lassen. Ich bin so abgehoben. Ich trage nichts unter legendär. Was soll denn das jetzt hier? So, dann warten wir wieder ein paar Minuten. Können ja ein bisschen Quattrino machen. Was hat denn Herr Olli geschrieben hier? Don't call my name, don't call my name. Ja, genau, genau. So. Ja, also es gibt viel zu zeigen, zu machen. Das ist halt immer nur so eine Momentaufnahme. Dass man 2. Stunde im Spiel spielt. Ich fand es am Anfang auch nicht so cool, aber habe mich jetzt darauf eingelassen. Das ist schon ein cool gemachtes Spiel. Die Tests oder Zeitschriften oder was auch immer, die eine 100 geben oder 10 von 10. Nee, kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Aber wenn man da komplett in der Bubble ist und da komplett versinkt im Spiel, vielleicht, aber 10 von 10 ist halt schon zu krass. Ich glaube, overall, was hat denn das Spiel? 86? Metascore, Metacritic? Ja, ich verstehe dieses 7,5. Ich bin mit 8 oder 8,5 wäre ich auch zufrieden. Aber ich sag mal so, dieses 7,5 bis 8 verstehe ich. 8, 9 vielleicht, aber mehr nicht. Um das Spiel so zum Laufen zu bringen, so wie es hier ist, bedarf es viel Tweaking, Tuning durch Mods. Ich habe bestimmt schon. Also auch schon im Stream sind es über 12 Stunden gewesen, auch schon vor und nach dem Stream. Ich sag mal grob, vielleicht so über 20 Stunden damit verbracht, das Spiel mit Mods zu verändern, zu verbessern. Also keine Cheats, keine unendlichen Sachen, optische Sachen wegen Grafik-Stuff, also so Quality-of-Life-Sachen. Es hat auch nicht fast, also FOV verändert, FOV hatten die keine, das ist nur ein kleiner Eintrag. Mehrere Mods installiert. Geschaut, ob die zusammenpassen, da auch mir Videos angeschaut und gibt es echt coole Leute, die das machen. Und ja, DLSS hat sie auch, die muss man auch manuell drauf tun. Interface erst seit heute verändert. Es ist normal gecapped auf 30 Frames, das Spiel. Also das Spiel ist auf dem PC nicht so gecapped wie auf der Konsole, aber die Menüs sind auf 30 Frames und das ganze Interface, das musst du auch verändern. Also du musst halt sehr, sehr viel verändern, damit es so spielbar ist. Und dann kann es sein, dass es einfach so zack abstürzt, was mir halt am ersten Tag nach ein paar Minuten, ohne dass ich irgendwas drauf gehabt habe, einfach abgestürzt ist. Ist eine alte, sehr, sehr schlechte Engine. Besonders bin ich enttäuscht, dass das Spiel so richtig neblig ist. Es ist alles ist so ein Nebel, so ein, na wie soll ich sagen, so ein brauner, kack, benebelter Filter drüber. Das zu entfernen und das Spiel eine richtige Farbe zu haben, da haben sich welche viel Mühe gegeben. Das geht halt dann schon. Geht halt schon eigentlich und ich verstehe halt nicht, warum die das nicht machen. So will man ein Spiel in so einem komischen Zustand haben. Die Handelsaufsicht für dich tun. Das, eigentlich hätte es, wollte ich professionell kochen. Es gibt auch kein Geld, es ist alles neblig nur. Ja, genau, also so ein paar Kleinigkeiten halt. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Ja, natürlich. Damit es halt so ausschaut.
Okay. Wir waren gerade bei Helme. Hab ich keinen Helm an oder was? Wo ist denn mein Main-Helm überhaupt? Habe ich keinen Ausdruck, weil das Interface helfen? Sich verändert? Es gibt auf der ganzen Main-Helm Station verkauft? Kein besseres Angebot. Ruhe. Helme. Normalerweise steht doch da, was ich anhabe. Ich habe da nichts an. Warten wir mal kurz. Mal bei anderen Sachen. Anzug? Ah, kaufen, verkaufen wieder. Ach, leck mich. Ah ja, ist ja gut. Habe ich alles gut, bin gerade. Ach, ne, hä? Alles gut, kaufen, verkaufen. Ja, ich habe das wieder. Ja, ist gut, hier, da, das ist meins. Ich war wieder bei kaufen, nicht verkaufen. Helme hier, das sind. Lol, ich habe noch einen legendären Helm bekommen? Oh mein Gott. Wow. Wieso? Krass, das habe ich gar nicht gesehen. Was macht denn der? Also, den habe ich. Dann, was macht der hier? 29, 54. Der ist schlechter in allem außer Luft, Masse und Strahlung. Verleiht. Ach so, den, ja, den behalte ich. Tue mir vielleicht ein Schiff oder so rein, den behalte ich. So, Kleidung. Behalte ich das hier, weil ich da vielleicht eintreten möchte. Das tue ich weg und das behalte ich wegen Überzeugung. Chance 20% Überzeugung. Werfbare Items. Die tue ich weg, die Granate. Notizen. Frankenstein, Mining aktuell, Oliver Twist, Wohltätigkeit in einem gottlosen Universum. Ja, weg damit, Bräunet. Sonstiges verkaufe ich alles außer den Dietrich. Oh, ich bin wieder bei Kaufen, sehe ich gerade. Ne, passt schon. Sonstiges verkaufen, ja. Wir verkaufen alles außer den Dietrich. Das kann man halt leider nicht alles auf einmal machen, muss alles einzeln machen. Genauso wie du diese Sachen alle einzeln. Oh nee, ich Idiot! Ich habe jetzt voll den Verlust gemacht. Oh, sie hat nicht genug Geld und ich habe die teuersten Schmuggelsachen verkauft und habe nur das Geld genommen, was sie hat. Egal. Alles gut. Es ist halt viel Klickerei manchmal. Nur Ressourcen kannst du mit einem Klick alle transferieren. Bei allen anderen Kategorien musst du halt immer einzeln klicken. Ist okay. Aber ist jetzt nicht das Schönste. Ist jetzt nicht das Schönste. Aber nicht so schlimm. Passiert. Ich sehe gerade, es ist erst 1 Stunde 46 das Stream, was ja auch nicht stimmt, weil wir waren ja schon vorhin über fast 4 Stunden online. Nur mein OBS hat gesagt, nee, mochte es nicht mehr. Was ich noch krass finde, ich habe ja noch Windows 10 und dieses Settings, Grafik, also dieses Setting hier hat mir im Spiel 20-30% mehr Performance gebracht und generell für den PC und die Grafikkarte fast 20-30% mehr Performance. Beim Encoding auch. Also das bei Windows 11 anscheinend schon geschaltet, aber nur das, mit dem konnte ich das Spiel spielen richtig. Das ist auch krass. Also das bei Windows 10 anscheinend ausgeschaltet. Hardwarebeschleunigung, GPU-Planung. Das macht anscheinend, wenn das Programm im Vordergrund ist, tut es dann das Programm beschleunigen. Was echt heftig ist. Davor ging auch DLSS und sowas gar nicht. Und genau das habe ich auch beim Stream-Rechner angemacht, aber ich habe halt OBS nie im Vordergrund. Und OBS hat sich noch nie so komisch verhalten wie heute. Einfach ging nichts mehr. Also es ging alles, nur dass sie hat keine Daten mehr hochgeladen. Das Streaming ging nicht mehr. Und dann musste ich es beenden. Ja. So, jetzt gehen wir dann zurück in die zu dem Chef, glaube ich, da. Neon. Zu Ryujin. Und schauen, was da passiert. Also ich mache das immer so. Es gibt Stunden, so wie letztens, hey, war ich 7 oder 8 Stunden auf Neon, habe nur mit Leuten gequatscht, irgendwelche Quests da gemacht.
dann gibt es ein paar Stunden, da fliege ich irgendwo rum, mache das, was wir jetzt hier machen. Und dann manchmal im Universum halt so im Weltraum da rumfliegen. Aber zu viel von dem Gleichen, da werde ich auch bläde. Also aber nach 8 Stunden Quatsch kann ich behilflich sein, geworden. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres an. So, man kann leider diese Immersion so gar nicht überbringen. Finde ich. Diese Handlung der Charaktere. Okay, wir waren bei Sonstige. Okay, wir müssen alles verkaufen. R. So, Hammer. So, Medizin behalte ich nur das, was mich heilt. Was mich bufft weniger. Habe ich noch meine... Nee, habe ich nichts mehr. Gesundheit, alles gut, okay. Was kann die Handel... Es gibt auf der ganzen Station... So, also, dann sortieren hier. Gut. Das ist Sprunghöhe, ist mir egal. Das heilt ja alles, Eurer. Verbrennung, Prellung, Erfrierung, Infektion, Platzwunden, Stichwunden. Okay, alles klar. Das heilt Gehirnverletzung, das behalte ich. Schadensresistenz für 5 Minuten. Ja, auch egal. Alkohol verkaufe ich. Das sind nur so kleine Buffs für ein paar Minuten. Heilt alle Abhängigkeiten. Ja, was heißt da? Also ja, egal, weg damit. 40% mehr Schaden. Ist halt zu viel. Das geht nämlich auch mit. Überzeugen können wir machen. Nein! Oh mein Gott! Danke, dass du das sagst. Ich verliere immens Kohle, Alter. Dankeschön. Oh mein Gott, jedes Mal. Das ist schon schlimm, Alter. Kann man dir... Schön, dich zu sehen. Selbstverständlich. Ich hab's gedrückt. Q. Hey, du gedrückt? Ich hab doch... Hä? Warum ist denn das wieder in Kaufen zurückgegangen? Schau mal, ich bin doch hier. Hier, da. Ich hab doch alles verkauft. Wie komme ich denn in Kaufen rein? Wenn du Q drückst, kommst du zum Kaufen. Machen wir das nochmal. So, jetzt drücke ich einmal Tab, um zurückzugehen. Ich bin immer noch im Verkaufen. Dann gehe ich auf Hilfe. Aber stimmt, ich war auch vorhin echt bei Kaufen, weil ich habe das Alien-Ding ist immer als erstes bei mir. Weiß ich nicht genau. Weg, 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 weg. Das heilt, das heilt. Aber nur, wenn ich komplett rausgehe vom Händler. Oh, nee, Kartoffel. Ah, scheiße, egal. Limette. Ja, macht ja nichts. Bin ich ja da gegangen, dass du es gesagt hast. Ich hätte es dann irgendwann gemerkt, wenn ich wieder kein Geld gehabt hätte. Die geilste Mission, die es gibt... fand ich, oder die interessanteste, was alles realistische sein könnte, das war mit dem Kolonistenschiff. Das war krass, ich würde da nichts Genaueres erzählen, aber das, wo ich mir gedacht, okay, das könnte in echt auch passieren. Das gab es in vielen Serien sowas, Kolonistenschiffe, die sich auf den Weg irgendwo hinmachen und dann passieren Sachen und Dinge. Und das fand ich halt eine sehr, sehr geile Geschichte. Was man schon in vielen Filmen gesehen hat, aber es trotzdem krass war, direkt hier zu erleben. Egal, 25% besseres Ding. Ich habe das eh geskillt. Sellerie, schau, was es halt alles gibt. 1% mehr XP. Behalten wir, nutzen wir dann in der nächsten Mission. Die ganzen Sachen habe ich am Anfang gebraucht, denn ich hatte gar keine Medipacks und habe mich halt durch diese einzelnen 1 HP, 1 HP, 2 HP, 4 HP versucht hochzuheilen. Denn ich wusste vieles nicht, wie man sich auch noch sonst heilen kann.
Okay, jetzt kommt das Schwierigste. Das sind die Waffen. Das ist auch immer noch so ein Ding. Aber ich werde dann eh gleich mal hier nochmal warten müssen. Munition. Also, ich glaube, ich verkaufe das jetzt doch mal, das Teil. Ich hatte dann sogar ein Messer gefunden. Wenn man jemanden mit dem Messer absticht, besteht die Chance, einen Medipack zu droppen. Das Ding ist halt, wenn ich mit einem Nahkampf gehe, wenn ich halt gut angeschossen bin, habe ich halt mehr Medipacks verbraucht, als ich überhaupt mit dem Messer ausgeglichen habe. Schon gestern gemeint, was mich auch ein bisschen ärgert, es gibt viele YouTube-Videos, was ist schönes, hier, Tipps und Tricks, hätte ich vorher gewusst, muss man am Anfang beachten, nicht falsch machen, dies, das, alles okay. Ich hätte auch mit dem jetzigen Wissen Spiel angefangen, wäre es besser gewesen, aber dann ist es halt doof, dann hast du die Erfahrung halt nicht gemacht. Das Spiel hat einige Glitches und viele Glitches kann man ja so für die Cheats nutzen. Dass das alles so zelebriert und gezeigt wird auf YouTube. Natürlich, es macht Klicks, das ist ja auch Sinn der Sache. Aber es werden auch Mods gezeigt, die auch wirkliche Cheats sind. Unendlich Gewicht, unendlich dies, unendlich das. Weiß ich nicht, feiere ich nicht. Oder Glitch für unendlich Geld kann man auch machen. Oder, also, schön, dass man das alles zeigt, aber finde ich halt gar nicht geil. Also bin ich halt nicht dafür. Dann, du musst halt, also ich finde, du solltest dich halt schon Zeit nehmen. Wenn du unendlich Gewicht hast oder unendlich Geld oder unendlich dies und das, dann ist das Spiel doch eigentlich nicht mehr so geil. Aber ja, wenn es manche feiern, nur mir gefällt es halt nicht. Zu viele Videos über diese ganzen Cheats. Also Glitches, Cheats ist ja, wenn man halt einen Glitch findet, wo man halt immer wieder Geld klauen kann, ist das ja halt fast ein Cheat. Und bin ich gar nicht geil. Bin ich kein Fan von, aber. Was willst du machen? Jeder kämpft um die Klicks, Views und dann zeigt man auch sowas. Dann zeigt man auch sowas, ob es geil ist oder nicht. Und ich bin ja seit 10 Jahren, sag ich mal, ich bin im 10. Jahr ein richtig schlechter, erfolgloser Streamer, also ich bin kein Maßstab. Das ist jetzt nicht, weil ich mich dissen will, das ist einfach nur realistisch. Ich rede zu 99%, wenn ich live bin, immer nur mit mir selbst und allein. Ich frage auch immer wieder, ob jemand da ist und im Chat ist und mit mir quatscht. Nie irgendeine Antwort. Also, kann ich behilflich sein? Ich werde mal ein paar Sachen zusammenschneiden, damit ihr seht, wie das ist, dass ihr mir nicht mehr glaubt. Weil das sieht ja keiner. Kann man dir irgendwie helfen? Aber wenn das auch keiner sieht, ist es auch egal, oder? Da wirst du ja blöde, Alter. Kann ich behilflich sein? Selbstverständlich. Also, wie gesagt, ich bin kein Maßstab, man kann da nicht mitreden. Vielleicht gehört sich das so. Betrügen und lügen und clickbaiten. So, okay, warte. Munition, Waffen. Okay, Waffen jetzt. Das mit den Waffen ist immer so eine wilde Sache. Okay, also, ich behalte nur noch dieses epische Teil hier. Das war's. Ich hab Messer hier weg. Oh, habe ich jetzt nicht 48 Stunden gewartet? Habe ich nur 24 oder was? Echt jetzt? Habe ich nicht zweimal gewartet oder habe ich einmal 23 geklickt? Was aber das echt gut macht, dass das die Option gibt, sonst müsste ich, weiß ich gar nicht, wo ich überall hinfliegen soll. Das könnte man vielleicht auch so ein bisschen als Cheaten sehen, weil alle 48 Stunden hat er halt wieder Geld, der Dealer, also der Händler. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, mein Freund, weiß ich jetzt nicht. Was ich interessant finde, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt die Venus ist oder was, welcher Planet auch immer, dass die Zeit irgendwie so zehnfach schneller vergeht als auf der Erde. Bist du eine Stunde auf der Venus, bist du 10 Stunden auf der Erde, das vergeht dann. Imagine, man telefoniert mit der Erde und dann sagt die Erde, hey, bei mir sind jetzt 10 Stunden vergeht. Also bei mir ist jetzt um 1 Uhr und dann auf einmal ist es um 10 Uhr und bei der anderen Welt ist es nur um 2 Uhr oder was? Wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Ist ja heftig. Also, wenn es 10-mal schneller vergeht, einfach im Vergleich zu anderen.
Kann man mit dem überhaupt telefonieren? Geht das überhaupt dann? Kann man skypen mit dem? Was kann die Handel... Es gibt auf der ganzen Station kein Bett. Okay. Kuh verkaufen. Waffen. Sortieren nach Munition. Das weg. Das weg. Das wollte ich immer schon mal testen, aber komme ich nicht dazu. Das weg. 4 Magazine weg. Das ist episch, dieses Explosionsteil. Fand ich kacke, aber es ist halt legendär. Behalten oder nicht, Bridger? Das habe ich noch gar nicht. Das ist eine Waffe von so einem Boss, habe ich noch gar nicht probiert. Okay, das ist der gleiche. Das ist aber der Bridger. DPS ist gleich. Masse ist halt weniger, nämlich halt das. Aber das andere hatte. Hatte so einen automatischen Raketenwerfer oder random Raketenwerfer, keine Ahnung. Ich glaube, ich verkaufe einfach alle, oder? Diesen Odium. Ich brauche die ganzen Waffen eigentlich nicht mehr. Ich habe diese Waffe, das passt. Dieses Lichtstrahlteil ist halt ganz witzig, kann man machen. Schalldämpfer, scharfe Munition. Das ist ganz gut, dann verkaufe ich das. Dann behalte ich das. Das fügt doppelten Waffenschaden zu, Waffenschlägen, Reflexvisier. Brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Das war die starke Waffe am Anfang, weg damit. Die auch. Das ist ja meine stärkste Waffe, das ist meine... Das ist eigentlich egal. 247, okay, ist die so stark? Hat die auch 7 mm, okay. Ich benutze ja die beide da. Weg. Weg. Cutter muss ich behalten. Weg. Die habe ich alle gelootet, die Sachen. Jetzt hat er schon wieder kein Geld mehr. Digga. Aber sieht man mal, ich habe am Anfang vielleicht nur einmal schlafen müssen oder mich hinsetzen müssen. Jetzt ist das alle paar Sekunden. Also alle paar... Was habe ich denn jetzt? 500... Halbe Million schon? Oh mein Gott! Ich kann mich noch an die 2 Tage erinnern, dass ich 250k hatte. Ich wollte unbedingt ein Schiff haben, was 276.000 wert ist. Und egal, was ich gemacht habe, ich bin nicht über dieses Ding gekommen. Weil habe ich ein Schiff geklaut, muss ich es registrieren lassen. Dann muss ich wieder drüber drunter, dann ist es zu viel wert. Dann ich bin nicht über 250k gekommen. Aber jetzt mit diesem Diebstahl und diesem ganz hin und her... Halbe Million. Ich könnte mir sogar den Kreuzer leisten, aber... Ich möchte darauf hinarbeiten, dass ich alle Schiffe mir holen kann. Und dann muss ich erstmal einen richtigen Führerschein haben. Könnte man sagen. Da muss man halt skillen, dass man auch die Klasse C-Schiffe fliegen kann. So ist das. Einmal Lauch und dann Hammers. Dann reicht's aber auch. Die ersten 3,5 Stunden nicht, das nicht gemacht, aber jetzt immer häufiger hier. Kannst du ein gutes Wort? Ich hätte ja auch nach UC fliegen können. Der hat ein bisschen mehr, der Händler, aber... Also nach New Atlantis meine ich, sorry. Wenn ich da einfliege, dann besteht halt die Chance, dass ich erwischt werde, wenn ich sie scannen. Und das ist der Händler, da, bei dem nichts gescannt wird. Der kauft auch nimmt alles. Ich glaube, die anderen nehmen auch gar keine illegalen Sachen. Das habe ich mal in einem Video zufällig gesehen, dass es den gibt. Seitdem fliege ich immer dahin. Das ist eine Raumstation, wirst du nicht gescannt, kannst du alles verkaufen, fertig. Ob du jetzt die besten Sachen, also den besten Preis bekommst, bin mir auch nicht sicher. Aber das Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist. Ist egal, ich werde alles los. Nachrichten an SNN gehen nicht durch. Schön dich zu sehen. Hi. Und ich habe die alle schon beklaut. Es gibt auf der ganzen Stadt. Ich habe die alle schon beklaut. Verkaufen. Waffen. Munition. Hier aber mal. Cutter. 330 DPS hat das Ding? 336? So hoch? Ja? 106. Achso, das ist dieser Big Bang. Den behalte ich auf jeden Fall. Der nennt sich
Big Bang. Und das ist Nova Blast Disruptor. Achso, das ist der zum Betäuben. Ich behalte den, glaube ich, mal, oder? Das ist auch ein Nova Blast Disruptor Fokusaufsatz. Okay, dann nehme ich durch den einen weg. Okay. Sind die so stark? Patronenhülsen. Das sind doch dann Shotguns, oder? Mit Patronenhülsen. 15 x 25 CLL-Patrone. Okay, verstehe nicht, aber... Viermal die Tombstone? Ich brauche die gar nicht mehr, weg damit. Kein Bock mehr auf die. 7-mal Drumbeat? Schmutz. Ja, alle weg. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Schrotflinte. Okay, er ist eine Schrotflinte. Weg. Ja, komm. Halte ich halt nur ein Tausender, egal. So. Q. Jetzt fehlen ein paar Punkte, ne? Also. Hier. Das ist 1, das ist 2. B1, B2. B3. Was mache ich denn hin? Peacekeeper, ja. Der war halt auch mal geil, aber ist auch nicht mehr geil. Könnte ich auch noch verkaufen, aber jetzt warte ich nicht nochmal. Messer will ich haben. B4. Hat er nämlich automatisch anders. Schalldämpfer kalibriert. Nova Disruptor. Den will ich gar nicht binden. Peacekeeper. Drumbeat habe ich nicht schon. Nee. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die kann ich im Schiff lassen. Das ist meine erste legendäre Waffe, die so stark war. Schweißer B5 safe. B6 nämlich. Ember. Warum habe ich das überhaupt behalten? B7. Das ist Rid Bridger. B8. B9 von mir aus. So, das ist Big Bang, ne? B9 ist Big Bang. Dann machen wir das B10. Ne, geht nicht. Das ist ein Medipack. Und den brauche ich gerade nicht. Dann nehmen wir... B... scharfes S. Und das ist das andere. Okay. Die haben wir nicht gebannt. Den Disruptor, den Peacekeeper. Den kann ich verkaufen. Gut. Dem ganzen sortieren. Du hast früher beim Militär gedient? Ich brauche eh nur die ersten zwei hier. Das sind nur die brauche ich. Das sind ja die gleichen. Ich habe ja zweimal fast das gleiche, damit ich halt nicht nachladen muss. Die hier. Messer ist jetzt 4. Ich hatte Messer vorher auf 2. Okay. 5. Das Geile ist der Strahl da. Das ist dieses, was so komische. Die legendäre, die so Raketen manchmal schießt. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber anscheinend macht das gut Schaden, habe ich gesehen. Das ist eine Shotgun. Das ist die stärkste Big Bang. Ich weiß aber nicht, wenn ich die habe, brauche ich ja die nicht. 4 Schüsse. Ich hasse ja nicht Shotguns. Aber egal. Das hier. Ist das nicht die gleiche? Ne, ist wieder eine andere. Das ist halt zum Test noch. Keine Ahnung. Weiß nicht. Okay. Ja, dann laufe ich halt mit dem mit. Den. Wo ist denn unser, Schiff? Benötigen Sie meine Hilfe? Warte, wir kommen. Warte, wo ist der Händler? Hey! Wir kommen immer hier rein. Da. Kann ich andocken? Nee, wieso kann ich nicht raus? Gut, wir fliegen direkt da, wo wir hin müssen. Okay.
Begib mich zur Klinik. Oh, die Klinik, da waren wir schon. So. Ich will nur noch die Waffen in das Inventar tun, dann passt das. So, kurz auf die Klinik gesetzt und volle Energie. Geben wir so. Die Galaxie ist zu groß, um Maximum im Warp zu bleiben. Lass mich mal kurz aussteigen. Hey. Hallo, ja. Was ist mit dir? Frachtraum. Das da. Waffen. Keyskeeper lasse ich da. Und Disruptor lasse ich auch da. Und das auch. So, jetzt wiege ich nur noch 77 Kilo. Uiuiui. Ich habe das sogar in echt früher gewogen. Ich war so ein dünner Spargel-Tarzan, ey. Hier hört er damit 25 auf. Ich werde in deiner Nähe immer noch nervös. Hört mit 25 auf, sage ich euch. Ganz wild. Wo muss ich hin? Achso, zur Klinik. Wir müssen ja fliegen. Gut, gut, gut. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde. Seine Klinik tut ganz viele Viren untersuchen oder was auch immer, die sie auf dem Planeten finden. Deswegen Klinik im Weltraum, damit es nicht verbreitet wird auf die Erde. So auf das Universum. Besser hier in Quarantäne. Schauen wir mal, was die hier wollen. Wir gehen, machen weiter mit der Story, nachdem wir jetzt verkauft und sortiert haben. Dass ich dieselbe Luft wie du atmen darf. Siehst du mal. Privileg. Ich darf mir kein Molekül entgehen. Aktuell da? Alle habe ich den Reconnect, nachdem ich auf Toilette war? Ja, habe ich. Okay, gut. Wir müssen hier untersuchen, was sie vorhatte. Captain, Grüße. Over. Okay. Bestechungsding haben wir schon gemacht hier. Okay, wir haben hier schon mit allen gequatscht, noch schon alle beklaut, glaube ich. Mal schauen, ob die noch Geld übrig haben. Ich sehe doch aus, als würde ich hier arbeiten. 871? Oder? Ein paar Patienten fanden das nicht. War unangenehm. Müssen wir klauen? Müssen wir klauen. So. Diebstahl! Halt! Diebstahl, sorry, muss nochmal laden. Dies war ich nicht. Ich wollte nicht an den Penis greifen. Ich wollte nur in deine Tasche und dein Geld entwenden. Ich habe deine Eier berührt. Sorry. Kommt wieder vor. War unangenehm. Hat geklappt, easy. Easy habe ich geklaut, ja. Wenn du meinen Ben Dösen siehst, mich nicht. Verpass ihm ordentlich eine. 778 Credits. Er hat ein gutes Herz, aber in letzter Zeit ist er ständig müde. Könnten wir auch mal ein bisschen klauen. Die Fähigkeit habe ich jetzt gestern gelernt, ich bin begeistert. 65%. Easy. Hat geklappt. So, haben wir geklaut. Hatte ich die Fähigkeit damals noch nicht, als ich hier war? Doch, lass gell? Lass dich hier auf keinen Fall von jemandem an. Sind da irgendwelche Named hier, die wir klauen können? Die? Selbst ohne irgendeinen Ausbruch ist es schwierig, den Laden hier zu schmeißen. Ja, dreh dich um, ich muss dich beklauen. Bitte. Hallo. Turn around, right on. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Ich bin weg. Hallo, juhu. Bin nicht mehr da. Taschendiebstahl wird nicht gern gesehen. Aber du bist unsichtbar, ne? Und guckst zu. Ja. Weißt du, allein durch die Atemluft hier bist du schon ungefähr einem Dutzend verschiedenen Viren ausgesetzt. Also im Endeffekt müsste ich gar nichts mehr klauen oder so. Also gar nichts mehr looten, nur noch hier klauen von den Leuten. 63%? Ja, geklappt. Oha, geil. Gut. Hi, ich bin wieder da. Bin gespawnt. Ja, die Selbstschussanlagen sind halt auch nett. Gut. Ist noch irgendwo was nett? Ja. Habe ich ihn schon? Hallo, ich bin nicht da. Guckst du woanders hin? Ich bin nur hier, um den Frieden zu wahren. 1280 hat der? Falsch. Oh mein Gott. 52% wird schief gehen. So habe ich echt gut Geld gemacht. Ich wollte diese Fähigkeit, die Skillen, aber ich habe sie gebraucht für eine Questerine und dann war sie einfach
Geil. Geil, geil. Also habe ich die Fähigkeit fand ich gefeiert. Ja, so sorry. Also das war einfach nur ein Versehen. Ich sag's dir, Digi, einfach ein Versehen. Boah, das ist halt so gefährlich, Mann, sowas. Das ist einfach gefährlich. Okay. Hat easy, easy, first try. Wird so gekratzt, kriegst du first tries, okay? Nee, mach ich nicht, wir machen immer One-Takes hier. Wir tun nichts wegschneiden, wir tun euch alles vorenthalten. Also ich meine nichts vorenthalten, ja, ist doch der gleiche Scheiß. Mist halt hier machen. So. Hallo, na? Gut, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Secure Wing. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Nur Personal. Überzeugen. Ich muss dringend dort rein. Oh, meine Überzeugungsfähigkeit mal probieren. I'm so sorry. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Nichts da. Muss da rein. Ganz bestimmt. Wir finden bestimmt eine Lösung. Vielleicht. Vielleicht mit einem Kuss geht das? Mal schauen. Ja, das hoffe ich. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich verstehe schon, du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Ja, dann lässt er mich auch nicht rein. Wir finden schon eine Lösung. Okay, wir brauchen noch zwei. Wir finden bestimmt eine Lösung. Das führt doch zu nichts. Hat nicht geklappt, Digga. Falls du Hilfe brauchst, rede mit jemandem am Empfang. Oh mein Gott. Und jetzt verschwinde, bevor ich dich verhafte. Untersuche, was wir finden. Einen Weg in den Sicherheitsflügel. Ja, okay, wir laden jetzt auch nicht. Weil das ist doof, das machen wir nicht. Wir haben es nicht geschafft zu überreden, fertig. Mit dem Clown ist ein bisschen Spaß. Aber hier ist jetzt einfach das echte Leben, die Story. Wir haben nicht geschafft zu überreden, wir hätten doch das andere wählen müssen, aber ist halt Real Life, wir müssen mal speichern und können wir nicht rückgängig machen. Also theoretisch ja, aber doch nicht. Gibt es ein, Luftschachtsystem, wie bei so vielen, wo man rein. Du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Charybdis-System? Von da gab es einen Notruf, aber wir haben nicht genug Schiffe, um jemanden so weit rauszuschicken. Siehst du, schon eine neue Quest. Random, wo gestanden, kommt der andere. Ey Mann, Notruf hier, nicht keine Schiffe. Ist diese Quest auf Zeit? Normalerweise sind die Quests nicht auf Zeit, aber. Nee. Ich glaube, Zeit steht hier direkt komplett auf der Seite. So, okay, nee, ist gut, okay. Ich guck irgendwann Notruf. Ey, ich muss schauen, ob ich noch Zeit habe. Also, eins muss man diesen Ärzten lassen. Heute ist 9-11. Echt hart. Gar nicht gemerkt. Oh mein Gott. Was für ein Tag heute ist, habe ich gar nicht gecheckt. Ich muss aufpassen, weil egal was ich hier mache, ist illegal. Ganz egal, wie viel wir lernen und entdecken, wir sind den Viren immer nur minimal voraus. Ja, immerhin seid ihr den Viren voraus. Hast du schon Dr. Cassidy kennengelernt? Witziger Warte mal, typ. Mit dem quatschen? Trockener Humor. So und dann trocken, vielleicht tut er mich begleiten. Das